Es lagert tief unter der Erdoberfläche. 240 Millionen Jahre alt. Ein Mineral, das aus unserer Welt nicht mehr wegzudenken ist. Wo man es fand, brachte es jahrhundertelang Reichtum und Wohlstand. Bis heute. Man nennt es deshalb auch das weiße Gold. Hier, 200 Meter unter der Erdoberfläche, bin ich umgeben von Salz. Doch wie ist das hier eigentlich hergekommen? Wozu lässt man Salzwasser durch meterhohe Hecken rieseln? Und was haben chinesische Schweine mit schwäbischem Salz zu tun? Um das zu beantworten, gehen Sven und ich zwar immer wieder unterschiedliche Wege, aber gemeinsam werden wir es rauskriegen. So ist es. Wir folgen einfach den Spuren im Stein. Oder besser, den des Salzes. Im Mittelalter profitierten vor allem der Adel und Klöster vom einträglichen Salzgeschäft. So wie hier das Kloster Groß Komburg bei Schwäbisch Hall. Später auch Städte, Kaufleute und Handwerker. Noch heute gilt, wo es Salz gibt, herrscht Wohlstand. Baden-Württemberg verfügt über enorme Salzvorkommen, die sich im mittleren Muschelkalk vor rund 240 Millionen Jahren gebildet haben. Sie reichen vom nordwestlichen Bayern bis zur Schweizer Grenze. Das größte Steinsalzbergwerk Europas befindet sich in Heilbronn. Im Winter versorgt es den gesamten süddeutschen Raum mit Auftausalz. Damit es nicht zu Engpässen kommt, liegt immer ein gewisser Vorrat auf Halde. Streudienste und Industrie sind die größten Abnehmer. Ich will herausfinden, wie man an das weiße Gold rankommt. In der Kaue des Bergwerks tauschen Markus, Mattei und ich unsere Straßenklamotten gegen bergmännische Ausrüstung. Der Bereichsleiter Steinsalz will mir zeigen, wie moderner Salzabbau unter Tage funktioniert. Erstmal geht es abwärts. Im Förderkorb rauschen wir 200 Meter in die Tiefe. In weniger als 30 Sekunden. Unten angekommen durchqueren wir eine riesige Halle, die vom Boden bis zur Decke aus Steinsalz besteht. Ohne Auto geht hier gar nichts, denn die Wege sind weit. Und ich verstehe jetzt, warum Stoßdämpfer das Erste sind, was an den Autos kaputt geht. Außerdem ist es eine gewisse Herausforderung, hier unten die Orientierung zu behalten. Das Bergwerk hat gewaltige Ausmaße. Das unterirdische Streckennetz ist im Laufe der Zeit auf rund 700 Kilometer angewachsen. Um die 100 Menschen arbeiten hier, rund um die Uhr, in drei Schichten. Nicht viel bei der Fläche. Deshalb begegnet man nur selten jemandem. Wir erreichen eine der aktiven Abbaustellen. Eine stählerne Fräse frisst sich durch Salzgestein. Die mächtige Maschine, ein sogenannter Continuous Miner, macht einen Höllenlärm und wirbelt jede Menge Salzstaub auf. Dann mein heiß ersehnter Einsatz. Unter Anleitung darf ich das Monstrum selbst steuern und eine Schippe Steinsalz abbauen. Alle Abbaustellen zusammen liefern etwa 1000 Tonnen davon, pro Stunde. Ein Lader nimmt das abgebaute Salz auf und transportiert es zum nächsten Förderband.
Das führt direkt zur Aufbereitungsanlage. Da kommen wir später auch noch hin. Ich schaue mir den urzeitlichen Stoff mal genauer an. Sieht erstmal gar nicht aus wie Salz. Und Verunreinigungen scheinen auch noch drin zu sein. Doch der Eindruck täuscht. Tatsächlich besteht dieser Brocken zu 95% aus reinem Salz. Wieso heißt denn das eigentlich Steinsalz? Das Salz, das wir hier abbauen, ist durch die Verdunstung von Meeren entstanden. Und das Salz ist sedimentiert und später kompaktiert worden und ist jetzt so hart wie Stein. Nun bauen Sie ja schon mehr als 130 Jahre hier Steinsalz ab. Wie lange reicht's noch? Die Vorräte sind nach wie vor sehr groß hier in der Region. Und nach derzeitiger Erkenntnis gehen wir davon aus, dass wir noch weitere 100 Jahre hier abbauen können. Damit der Abbau reibungslos läuft, gibt es hier unten sogar Büros und Werkstätten. Reparaturen an Autos und Maschinen werden an Ort und Stelle erledigt. Alles nach oben zu schaffen und dann wieder runter, wäre viel zu aufwendig. So ist unter der Erde ein kleines Industriegebiet entstanden. Sogar eine komplette Aufbereitungsanlage hat man im Bergwerk gebaut. Über Förderbänder kommt hier das Salz von den Abbaustellen an. Wird je nach Verwendungszweck konfektioniert und dann mit dem Förderkorb nach oben geschafft. Ohne den urzeitlichen Stoff geht nichts in unserer modernen Welt. Mehr als 10.000 Produkte benötigen in der Herstellung Salz oder seine Bestandteile. Damit wir rutschfrei durch den Winter kommen, Streusalz. Doch auch Spülmaschinen, Reinigungsmittel, Farben und Kosmetika sind auf Salz angewiesen. Genau wie die Aluminium- und Kunststoffindustrie und die Medizin. Selbst unser Organismus funktioniert nicht ohne. Etwa 200 Gramm beträgt der Salzgehalt im Körper eines Erwachsenen. Und um den zu halten, müssen wir regelmäßig Salz essen. Auch diese tierischen Zeitgenossen haben mit schwäbischem Salz zu tun. Natürlich braucht man Salz zur Fleisch- und Wurstherstellung. Aber es gibt da noch eine ganz andere Geschichte und die kommt später noch. Jetzt klären wir erstmal, wie denn das Salz hier eigentlich hergekommen ist. In der mittleren Trias, vor rund 240 Millionen Jahren, liegt Deutschland auf dem Superkontinent Pangäa, viel weiter südlich als heute. Im mitteleuropäischen Becken, das vom Tethysmeer überflutet wird. Es entsteht ein großes, flaches Meeresbecken mit Meeresbewohnern, die dieser geologischen Epoche ihren Namen geben. Muschelkalk. Heute ist das Meer längst verschwunden, aber es hat seine Spuren im Stein hinterlassen. Gut zu sehen im Muschelkalksteinbruch Satteldorf bei Keilsheim. Das hier abgebaute Gestein besteht aus den Ablagerungen des oberen Muschelkalks. Sie sind nach den Salzablagerungen des mittleren Muschelkalks entstanden, liegen also oben auf. Ich bin unterwegs mit Dr. Hans Hagdorn, einem Experten für diese Epoche der Erdgeschichte. Der Muschelkalk wird unter anderem zur Herstellung von Beton oder auch im Straßenbau verwendet. Wenn man so will, brettern wir auf unseren Straßen eigentlich über 240 Millionen Jahre altes Gestein, also aus der Anfangszeit der Saurier. Herr Dr. Hagdorn, woher kommt eigentlich der Begriff Muschelkalk? Ganz einfach, weil das ein Kalkstein ist, in dem jede Menge Muscheln drin sind. Das liegt überall hier in der Gegend rum. Hier sehen wir so eine Gesteinsplatte mit verschiedenen Arten von Muscheln. Wir blicken hier auf das Ergebnis eines Tropensturms, bei dem Muscheln aus dem weichen Schlamm am Meeresboden ausgegraben wurden. Das ist also ein Blick auf physikalische Vorgänge, die da am Boden dieses flachen Meeres stattgefunden haben. In Ingelfingen zeigt mir Hans Hagdorn noch mehr von der faszinierenden Tierwelt des Muschelkalkmeers. Im von ihm gegründeten Muschelkalkmuseum präsentiert er der Öffentlichkeit seine Schätze wie die Nachbildung eines Notosauriers, so etwas wie der Seelöwe seiner Zeit. Aber auch Ammoniten, Muscheln und Stachelhäuter wie die Seelilien. Ihnen gibt es
gilt sein ganz besonderes Interesse. Im oberen Muschelkalk gab es ja eigentlich eine vielfältige Tierwelt. Das sieht für mich zwar erstmal aus wie eine Pflanze, ist aber ja auch ein Tier. Es ist eine Seelilie und die Seelilien gehören zu den Stachelhäutern wie die Seeigel und auch die Seesterne. Was fasziniert Sie so an diesem Tier? Sie sind einfach schön, ja, und es gibt hier noch einiges zu erforschen. So eine Seelilie, die hat einen Kelch, aus dem ihre Arme kommen und diese Arme sind gegliedert mit vielen kleinen Fiederchen und mit diesen Fiederchen filtert das Tier aus der Strömung seine Planktonnahrung heraus. Und dann fällt mir natürlich noch dieser Stiel auf, der ja hier so verschiedene Unterteilungen hat. Ja, diese Unterteilungen sind einzelne Skelettelemente dieses Tieres, die beim lebenden Tier vom Bindegewebe zusammengehalten werden. Das sind die Trochiten. Wir stellen uns jetzt einfach vor, dass nach dem Tod eines solchen Tieres das alles zerfällt. Und das bildet dann den Trochitenkalk, bis zu 15 Meter mächtige Gesteinsschichten. Und so sehen die zu Stein gewordenen Seelilien heute aus. Massive Steinblöcke aus Trochitenkalk, wie man sie im Muschelkalksteinbruch findet. Also ich muss mir quasi vorstellen, hier stecken die Seelilien jetzt wirklich drin. Ja, ne? Tatsächlich, aber man muss sie natürlich erst rausholen. Im Museum sieht das etwas anders aus. Wir schauen hier auf ein Sediment, einen Gesteinsblock, in einem subtropischen Meer abgelagert vor 240 Millionen Jahren. Wir stellen uns vor Bahamas, Persischer Golf, Sonne, Subtropen und am Meeresboden eine Pracht von Seelilien im kristallklaren Wasser. Und wir müssen uns vorstellen, das sind wirklich Billionen von diesen Tieren gewesen, die dieses Gestein dann letzten Endes produziert haben. Heute macht man aus dem Stoff der Urzeit schöne Natursteinplatten und veredelt damit die Architektur der Neuzeit. Darunter so bekannte Gebäude wie der Bundesgerichtshof, das Deutsche Historische Museum in Berlin und der Stuttgarter Bahnhof. Naturdesign aus dem Artenreichtum des oberen Muschelkalks. Im Meer des mittleren Muschelkalks, nur 2 Millionen Jahre davor, sah das noch ganz anders aus. Eine ziemlich lebensfeindliche Welt. Schuld war der steigende Salzgehalt. Landbarrieren schnitten das germanische Becken zeitweise vom Meer ab. Durch Verdunstung erhöhte sich die Konzentration der im Wasser gelösten Minerale. Zuerst fiel Kalk aus, dann Gips und schließlich Salz. Dieser Vorgang konnte sich mehrmals wiederholen. In den folgenden Erdzeitaltern verschwand das Meer und die Salzwüste wich einer blühenden Landschaft. Das ist über 200 Millionen Jahre her. Nur 8 Jahrzehnte zurück liegt ein düsteres Kapitel deutscher Geschichte, das auch mit Salz zu tun hat. In der NS-Zeit mussten im Salzbergwerk Bad Friedrichshall 2000 Häftlinge des KZ Kochendorf unter erbärmlichen Bedingungen schuften. Eine Gedenkstätte im Besucherbergwerk erinnert heute daran. Damals einer der Häftlinge, Mieczysław Wiśniewski. Seine schrecklichen Erlebnisse hat er später in Bildern festgehalten. Ein Jahr vor Kriegsende werden Rüstungsproduktionen ins bombensichere Salzbergwerk verlegt. Die Häftlinge schuften 12 Stunden täglich und bekommen kaum etwas zu essen. Vernichtung durch Arbeit heißt die neue Strategie des NS-Regimes. Die harte Arbeit, menschenverachtende Lagerbedingungen, kaum Schutz vor Kälte. 447 Häftlinge des KZ Kochendorf überleben das nicht. Und die Nazis haben noch eine weitere Verwendung für das Salzbergwerk. Sie verstecken dort massenhaft Kunstschätze, darunter viele geraubte Stücke. Als die Amerikaner 1945 Heilbronn erreichen, suchen sie danach. James Joseph Rorimer ist dafür einer der Spezialisten der US-Armee. Rorimers Auftrag? Alle Kunst- und Kulturgüter finden, die hier unten versteckt sind. Über der Erde ist die Gegend vom Krieg verwüstet.
Doch unten im Salzbergwerk ist alles unversehrt und wird von Rorimer gesichert. Danach beginnt die Suche nach den rechtmäßigen Besitzern. Auch heute werden Dinge unter Tage eingelagert. Doch im Gegensatz zu den Kunstschätzen werden diese Säcke für immer im Bergwerk bleiben. Sie sind randvoll mit Abfallstoffen, einige davon hochgiftig. Damit werden stillgelegte Stollen verfüllt, ein einträgliches Geschäft. Laut Gutachten sind die Abfälle im Salzbergwerk vor einem gefährlichen Wassereinbruch sicher. Für die nächsten 10.000 Jahre. Es gibt aber auch Experten, die schon wesentlich früher mit Problemen rechnen. Und dann? Der Giftmüll bleibt, das abgebaute Salz dagegen verlässt Heilbronn. Per Zug und Lkw. Doch der größte Teil der Jahresproduktion, etwa 5 Millionen Tonnen, wird über den firmeneigenen Hafen am Neckar verschifft. Auch in einer anderen Stadt, nur 50 Kilometer weiter östlich, spielte früher ein Fluss eine wichtige Rolle im Salzgeschäft. Und zwar der Kocher, der später in den Neckar fließt. Hier in Schwäbisch Hall war eine der größten Salzgewinnungsstätten Mitteleuropas. Ja, das stimmt. Obwohl der Halbrunnen hier, der die Sohnequelle beherbergte, fast das einzige ist, was heute noch von der großen Zeit der Salzsiederei zu sehen ist. Aber dahinter verbirgt sich eine bewegte und spannende Stadtgeschichte. Schon lange vor dem bergmännischen Abbau war Salz heiß begehrt. Ein Stoff, mit dem man reich werden konnte. Über viele Jahrhunderte hinweg verdankte Schwäbisch Hall ihm seinen Wohlstand. Das sieht man der ehemaligen Salzmetropole auch heute noch an. Die Saline, die das ermöglichte, befand sich im sogenannten Hahl, einem Areal im Zentrum der Stadt. Schon die Kelten profitierten hier von den salzhaltigen Quellen. Funde belegen, dass sie bereits um 500 vor Christus begannen, aus Sohle Salz zu sieden. Als man 1939 mit den Bauarbeiten für dieses Gebäude im Zentrum von Schwäbisch Hall anfing, fand man tatsächlich eine alte Keltensiedlung mit Salzsiederei. Und das zeigt, welche lange Tradition das Salz hier hat. Im Hellisch-Fränkischen Museum zeigt mir Armin Panther die Ergebnisse der Ausgrabung. Was hat man denn damals gefunden? Also sehr viele Scherben, dann auch diesen Holzdruck, den man hier sieht. Die Scherben waren aber für uns interessanter, weil daraus konnten wir rekonstruieren, diese Ofenanlage. Und da kann man dann auch anschaulich zeigen, wie Salz gesoden wurde von den Kelten. Und woraus besteht das jetzt? Das ist aus einem ganz grobporigen Ton und in diese Gefäße hat der Sieder die Sohle eingefüllt und durch das Erhitzen ist Wasser verdampft und Salz blieb übrig, wie Sie es hier sehen. Dieses einfache Verfahren hat sich im Prinzip jahrhundertelang nicht verändert. Die Erträge waren so üppig, dass es vermutlich schon damals einen florierenden Salzhandel gab. Und zwar mit den Römern. Denn nur wenige Kilometer entfernt verlief der obergermanische Limes. Dazu passt auch, dass römische Legionäre zusätzlich zu ihrem Sold eine Ration Salz bekamen. Daraus entwickelte sich der Begriff Salär. Als sich die Kelten aus dem Kochertal zurückzogen, verliert sich zunächst die Spur der Sohlequelle. Erst ab dem 11. Jahrhundert ist ihre Nutzung wieder belegt. Im 18. Jahrhundert erreichte die Salzgewinnung ihre Hochzeit. Dank des neu gebauten Schöpfwerks, hier im Modell, konnte man noch mehr Sohle fördern. Und mit neuen Verarbeitungsmethoden erreichte die Salzproduktion industrielle Ausmaße. Wie viele Leute profitierten davon? Ja, es war ein wesentlicher Wirtschaftszweig hier in Schwäbisch Hall. Die Sieder haben gearbeitet zusammen mit Siedeknechten. Es mussten alle versorgt werden, das heißt die Bierbrauer, aber auch die Metzger hatten zu tun. Es wurde am Hallplatz, an den Hallhäusern, am Brunnen wurde immer wieder repariert, das heißt Zimmerer waren involviert.
Es mussten die Pfannen hergestellt werden, mussten repariert werden. Also wichtig auch für das ganze Umland. Der Salzhandel machte Schwäbisch Hall zu einer reichen und angesehenen Stadt. Mit eigenem Marktrecht und eigener Münze, dem Heller. Das Handelsgebiet erstreckte sich von Basel bis ins Rhein-Main-Gebiet. Gern tauschte man Salz gegen andere Waren und entwickelte ständig neue Marketingstrategien. 10 Pfund Heller, wenn es dem Herrn beliebt. Kellergewölbe in alten Herrenhäusern zeugen davon, dass die Hallersieder sehr geschäftstüchtig waren und vor allem mit einem Produkt richtig viel Geld verdienten. Oft exportierte man das Salz dann zum Beispiel in Städte des Rheinlandes und bekam dann im Tausch dafür zum Beispiel Eisen oder auch Getreide und vor allen Dingen Wein. Und in solchen Weinfässern, in derartigen Weinkellern wie hier, lagerten dann Zehntausende von Litern Wein. Und diesen Wein konnte man natürlich dann wieder gewinnbringend verkaufen und sich auf die Weise das Salz dann nochmal vergolden. Doch erst einmal musste das Salz gewonnen werden und der Rohstoffbedarf dafür war enorm. Zum Erhitzen der Sohle in den Siedepfannen brauchte man riesige Mengen Holz, hauptsächlich Weiß- und Rottannen aus dem benachbarten Limpurger Land. Ein Gemälde aus dem Jahr 1643 zeigt die meterhohen Holzstapel, die überall aufgeschichtet waren. Die Lage der Stadt direkt am Fluss war für die Beschaffung des Brennstoffs ideal. Denn die Baumstämme aus den Limpurger Wäldern wurden über den Kocher nach Schwäbisch Hall geflößt. Wie die Holzflößer ernährte das Salzgeschäft damals viele Zulieferer aus dem Umland. Und es beflügelte die Fantasie. Einst soll ein Ungeheuer eine junge Frau erschreckt haben, die nachts verbotenerweise noch in den Gassen unterwegs war. Unzählige Geschichten und Anekdoten ranken sich um den Haargeist. Eigentlich ein guter Geist, Hüter der Salzquelle und Beschützer der Stadt. So soll er die Haller immer vor Hochwasser gewarnt haben. Nur eins durfte man nicht: ihn ärgern, denn das konnte böse enden. Außer der Legende vom Hallgeist hat es noch das Hallamt ins 21. Jahrhundert geschafft, als einziges Gebäude der ehemaligen Saline. Hier tagte auch das Hallgericht. Die Sieder hatten eine eigene Gerichtsbarkeit für Streitigkeiten und Betrügereien. Verbrieft ist der Fall des Ezechiel Vogelmann. Man führe ihn vor! Du warst verdächtig der Fälschung und des falschen Handels mit Salz, mit denen von Speyer und Frankfurt. Das ist alles nicht wahr. Deine Schuld ist erwiesen. Das Gericht hat nach seiner Ordnung beraten und befunden, dich zu strafen. Dafür, so hat das Hallgericht beraten, erhält Ezechiel Vogelmann 10 Rutenstreiche und wird danach für 6 Wochen in den Turm gelegt, bei Wasser und Brot. Gerichtsdiener, tue er seine Pflicht. Bring ihn hinaus zum Henker. Nein, nein! Das und viel Schlimmeres hätte mir passieren können, wenn ich im Salzhandel betrogen hätte. Da verstanden die Haller wahrlich gar keinen Spaß. 1802 besetzten Truppen des Königreichs Württemberg die freie Reichsstadt Hall und 2 Jahre später wurde die Saline verstaatlicht. Doch die Haller Sieder wehrten sich heftig gegen den Verlust ihrer Rechte, mit Erfolg. Zum Ausgleich erstritten sie eine Rente, die das Land Baden-Württemberg bis heute zahlen muss. Hallrat Thomas Heitzmann zeigt mir genealogische Bücher, in denen die Stammbäume der rentenberechtigten Sieder verzeichnet sind. Und dann eine lebenslange Rente, die man auch noch an alle Nachkommen vererben konnte. Das ist ja eine super Sache, oder? Hört sich gut an. Es sind leider nur 15.000 Euro für ca. 300 Mitglieder. Okay. Und wir hätten vielleicht ein bisschen mehr gehabt, wenn man damals die Inflationsrate hätte in den Vertrag mit aufnehmen können. Und diejenigen, die die Rente kriegen, zahlen auch gleich noch einen Mitgliedsbeitrag.
Das geht also auch noch alles ab. Aber es gibt welche, die kriegen wirklich 200, 300 Euro im Jahr. Aber es kann auch mal sein, dass sie nur 0 Cent oder 1 Cent bekommen. Reich wird keiner mehr davon. Wird man da nicht mehr. Nee. Ja. Doch auch der württembergische Staat hatte sich verrechnet. Mit Beginn des bergmännischen Abbaus von Steinsalz, Anfang des 19. Jahrhunderts in Kochendorf und Heilbronn, war die Saline nicht mehr konkurrenzfähig. Umso erstaunlicher, dass es noch eine Saline gibt, die nach diesem jahrhundertealten Verfahren Salz gewinnt. Und zwar durch das Erhitzen der Sohle in solchen Pfannen, nur etwas größer. Um zu sehen, wie das funktioniert, machen wir einen kleinen Abstecher nach Göttingen. Dort steht die letzte, noch in Betrieb befindliche Pfannensaline Europas. Die Saline Luisenhall. Gebäude und Technik wirken wie aus der Zeit gefallen. Ein Industriedenkmal, gebaut Mitte des 19. Jahrhunderts. Doch hier wird in großen Siedepfannen heute noch Salz gewonnen. Und zwar im Prinzip genau nach dem Verfahren, das schon die Kelten kannten. Mit Sohle, die über zwei Bohrlöcher gefördert wird, aus rund 470 Meter Tiefe. Man nimmt an, dass Grundwasser bis zu einer Steinsalzschicht in der Tiefe fließt und dort Salz ausspült. Die Sohle sammelt sich in einer Kammer, die unter Druck steht. Einmal angebohrt, kommt die salzhaltige Lösung dadurch fast von alleine nach oben. Nur die letzten 70 Meter muss sie noch hochgepumpt werden. So läuft das seit 1854. Die Sohle fließt in ein Reservoir, nahezu original aus den Gründungstagen der Saline erhalten. Hier können sich vor der Weiterverarbeitung Schwebstoffe ablagern. Juniorchef Friedrich Bethmann kontrolliert, ob die Sohle die richtige Konzentration hat. Ich habe hier gerade den Salzgehalt unserer Natursohle gemessen, die hier im Reservoir, auf dem wir uns gerade befinden, das erste Mal ans Tageslicht kommt und bei der wir ab und zu überprüfen müssen, ob sie noch voll gesättigt, nämlich 27%ig ist, um sicherzugehen, dass mit unseren Bohrungen hier alles in Ordnung ist und wir hoffentlich noch lange Freude daran haben. Voll gesättigt heißt, mit rund 27% ist der maximale Salzgehalt erreicht, der in Wasser gelöst werden kann. Wenn dann Wasser verdunstet, fällt sofort Salz aus. Das geschieht in großen Siedepfannen, in die die Sohle vom Reservoir aus fließt. Um die Verdunstung und damit die Salzablagerung zu beschleunigen, wird von unten kräftig eingeheizt. Mit einem Heißluftstrom, erzeugt durch Steinkohle. Ökologisch betrachtet nicht die beste Variante. Aber das sei, so die Betreiber, zurzeit immer noch die wirtschaftlichste Methode. Rund 4000 Tonnen Salz produziert die Saline pro Jahr. So viel wie die Großen der Branche an einem Vormittag. Je mehr Wasser verdunstet, desto mehr Salz lagert sich am Pfannenboden ab. Fahrende Rechen schieben es zusammen. Dann wird das Salz mit einer Pumpe abgesaugt, geerntet, wie sie auch hier sagen. Denn es ist genau das gleiche Prinzip wie bei der Meersalzgewinnung. Meerwasser wird in künstlich angelegte flache Becken geleitet. Durch Wasserverdunstung steigt die Salzkonzentration, bis sich Salz absetzt und es geerntet werden kann. Einziger Unterschied: die Energie für die Verdunstung kommt nicht aus dem Kohleofen, sondern von Sonne und Wind. In der Saline Luisenhall muss noch die Restfeuchte aus dem Salz. Zuerst durch einen Schleudergang in der Zentrifuge. Anschließend wird es in einem Wirbelschichttrockner mit Heißluft trockengefüllt. Dann teilt man das Salz noch in drei verschiedene Körnungen auf. Feine Körner zum Kochen,
Grobe für Salzmühlen und eine Mischung aus beiden für Badesalz. Etwas Besonderes sind die hauchdünnen Salzkristalle, die sich in den Pfannen direkt an der Wasseroberfläche bilden. Als Fleur de Sel wird es von Hand abgeschöpft. Dieses Salz gilt als besonders mild und aromatisch, obwohl es sich chemisch nicht von anderem Salz unterscheidet. Wenn man sich die Saline genauer anschaut, hat man an vielen Ecken das Gefühl, in einem Museum zu sein. Doch im Unterschied dazu wird hier noch richtig produziert, wenn auch mit museumsreifen Methoden. Es ist für mich ganz persönlich hier auch die Möglichkeit, so nah am Ursprünglichen zu arbeiten, so vieles mit Handarbeit noch erledigen zu müssen. Wir sind, wie gesagt, sehr ursprünglich und wenig industrialisiert, wenn man das mit dem heutigen Standard der Salzproduktion vergleicht, der eigentlich üblich ist. Wir sprechen oft davon, dass wir hier Salz sieden, wie man es zu Kaiserszeiten damals auch tat. Folgerichtig spiegelt sich das auch in der Verpackungshalle wieder. Denn auch hier setzt man eher auf Handarbeit und Tradition als auf Automation. Alles, was man braucht, sind Mitarbeiter, die mit einer analogen Waage und einem Schäufelchen umgehen können. Auch in Bad Kreuznach am Rande des Hunsrücks hat das Salzgeschäft eine lange Tradition. In der Stadt an der Nahe wird aus rund 500 Meter Tiefe Sole gefördert. Allerdings hat die nur einen Salzgehalt von etwa 1,5%. Damit man daraus wirtschaftlich Salz gewinnen konnte, brauchte es einen Trick. Um die Konzentration zu erhöhen, hatte der Salinist Freiherr von Beust Mitte des 19. Jahrhunderts eine geniale Idee. Er erfand die sogenannte Tröpfelgradierung. Auf den ersten Blick erschließt es sich einem nicht, welchen Sinn es hat, Sohle durch meterhohe Wände aus Schwarzdornhecken rieseln zu lassen. Doch dabei verdunstet Wasser und dadurch steigt die Salzkonzentration. Dann wird die Sohle erneut nach oben gepumpt und rieselt wieder nach unten. Diesen Vorgang wiederholt man so oft, bis die Sohle eine akzeptable Konzentration hat. Weil sich so der Salzgehalt Grad für Grad erhöht, nennt man das Ganze Gradierwerk. Und dies ist so ein Gradierwerk. Mit ihm steigert man hier in Bad Kreuznach seit dem 18. Jahrhundert den Salzgehalt der Sohle. Ähnliche Werke gab es übrigens auch in anderen Städten. Der Vorteil: für die Weiterverarbeitung in den Siedereien brauchte man dadurch weniger Energie. Die Anlage in Bad Kreuznach besteht aus mehreren Teilen und hat gewaltige Ausmaße. Das längste Gradierwerk misst fast 300 Meter. Alle Teile zusammen sind über einen Kilometer lang. Und die müssen von Zeit zu Zeit auch erneuert werden. Denn die Sohle setzt dem Holzgerüst und vor allem den Schwarzdornhecken heftig zu. Im Schnitt ist alle 10 Jahre ein Austausch fällig. Die hier verbauten Hecken wurden speziell dafür in Polen gezüchtet. Wasserkraft hält das Gradierwerk am Laufen. Die Technik, mit der die Energie übertragen wird, ist nahezu original erhalten. Eine ausgeklügelte Mechanik überträgt die Energie auf die Pumpe, mit der die Sohle immer wieder nach oben befördert wird. Allerdings wird inzwischen mit elektrischer Energie nachgeholfen, damit die Sohle auch kräftig durch den Schwarzdorn rauscht. Inzwischen aber nicht mehr, um die Salzproduktion zu steigern, sondern um Gäste zu beeindrucken. Denn Salz wird hier schon lange nicht mehr gewonnen. Die Anlage gehört heute zum Kurbetrieb. Aus dem Gradierwerk von einst wurde das größte Freiluftinhalatorium Europas. Das Schöne ist, hier riecht's wie am Meer. Und gesund soll das Ganze auch noch sein.
Zwar kann die salzhaltige Luft nicht heilen, wohl aber Atemwegserkrankungen lindern. Vorausgesetzt, man atmet richtig. Und zwar tief durch den Mund und kommt 2 bis 3 Wochen lang jeden Tag hierher. Wer sehr empfindliche Bronchien oder Asthma hat, sollte das jedoch vorher besser mit seinem Arzt absprechen. Dem Ursprung der Sohlequellen in der nahen Region auf der Spur mache ich einen Abstecher zum Roten Fels. Die Steilwand aus vulkanischem Rhyolithgestein ist die höchste zwischen Alpen und Skandinavien. Im benachbarten Rhyolithsteinbruch gibt es noch Spuren eines Urmeeres aus dem Oligozän, also aus der Zeit vor 30 Millionen Jahren. In den oberen Schichten des Steinbruchs wurden schon viele Fossilien aus dieser Zeit gefunden. Aber auch so kann ich die Hinterlassenschaft des Urmeeres leicht ausmachen. Hier verlief die Küstenlinie des Urmeeres, gut zu erkennen an den Ablagerungen von Sand und feinem Geröll. Das war sozusagen der Strand. Als sich dieses Meer zurückzog, kamen die ersten Sohlequellen zum Vorschein. Der Weg der Sohle ist dabei besonders bemerkenswert. Die kam nämlich teilweise weit aus dem Süden und hat sich ihren Weg hunderte Meter unter der Erdoberfläche durch Risse im Untergrund bis hierher ins Nahegebiet gebahnt. Auf der anderen Seite des Nahetals, nicht weit vom Steinbruch entfernt, sind noch Reste so einer ehemals aktiven Sohlequelle sichtbar. Als sich die Nahe immer weiter in die Tiefe gegraben hat, ist die Quelle versiegt. Dass genau hier mal eine Sohlequelle war, kann man bis heute noch erkennen. Und zwar an diesen orange-gelben Eisenockerablagerungen. Die sind ganz typisch für die mineralhaltige Sohle dieser Region. Die Sohle kam übrigens über Spalten im Rhyolithgestein nach oben. Aber nicht nur die. Eingang zu einem ehemaligen Bergwerkstollen in Bad Kreuznach. Früher wurde hier nach Kupfer und Quecksilber gesucht. Doch dann entdeckte man, dass auch radioaktives Radongas aus dem Berginneren kommt. Inhaliert man das Gas in hoher Dosis, ist es gefährlich und kann Lungenkrebs verursachen. Doch in geringer Dosis wird Radongas auch zur Schmerztherapie eingesetzt, vor allem bei rheumatischen Erkrankungen. Wie hier im Therapiestollen. Der Wirkmechanismus ist nicht genau geklärt. Mediziner nehmen an, dass die Strahlung, die beim Zerfall von Radon frei wird, stimulierend auf Körperzellen wirkt. Studien berichten über eine positive Wirkung, die auch Christine Pelz kennt. Warum kommen Sie denn hier in den Radonstollen? Welche Beschwerden haben Sie? Ich komme hier hin, weil ich seit Jahren unter schwerer Arthrose leide und Weichteilrheumatismus, eine Erkrankung der Muskulatur, die nicht diagnostiziert werden kann und dementsprechend auch keine Therapie bekommt. Und hat sich irgendwas verändert im Nachhinein? Ja, ich habe hier gute Erfolge erzielt durch diese Radontherapie. Ich kann seit dieser Zeit mich wesentlich besser bewegen. Ich habe weniger Schmerzen oder fast gar keine mehr. Seit der Zeit brauche ich überhaupt keine Schmerzmittel mehr und eine Operation steht für mich auch nicht mehr in Frage. Die Radontherapie ist verschreibungspflichtig. Das ist schon deswegen sinnvoll, um den Nutzen gegen das individuelle Risiko einer, wenn auch geringen, Strahlenbelastung abzuwägen. Dagegen ist ein Bad im salzhaltigen Wasser der Therme für jeden zugänglich. Muskulatur und Kreislauf sollen davon profitieren und Hautkrankheiten gelindert werden. Man kann darin aber auch einfach nur entspannen. Salz ist also ein sehr vielseitiger Stoff. Sogar Kunst kann man damit machen. Zum Beispiel diese Figuren, die wir ja schon einige Male gesehen haben. Die Künstlerin Jessica Uhrig hat darüber ihre Bachelorarbeit geschrieben. Die Idee dieser ursprünglich aus 12 Platten bestehenden Installation? Künstlerische Experimente mit klattnischen Figuren. Der Physiker Ernst Friedrich Klatny hat Ende des 18. Jahrhunderts beschrieben, wie man sie erzeugen kann. Das Prinzip: Töne sichtbar machen durch Schwingungen, zum Beispiel mit Sinustönen aus einem Frequenzgenerator.
Die lassen eine Acrylplatte vibrieren, sodass aus Salzkörnern faszinierende Klangbilder entstehen. Kunst und Genuss liegen ja oft dicht beisammen. Für ein kulinarisches Highlight komme ich deshalb nochmal nach Hohenlohe, ganz in die Nähe der berühmten Kochertalbrücke bei Schwäbisch Hall. Hier begebe ich mich auf die Fährte eines Paarhufers. Der Sonnenhof in Wolpertshausen direkt an der ehemaligen Salzstraße, heute die B14. Früher war hier eine Umspannstation für die Haller Salzfuhrwerke auf ihrem Weg nach Nürnberg und Prag. Es war Gutshof und Schenke der Ritter von Bühler. Seit 1438 ihr Stammsitz und bis heute in Familienhand. Nachfahre Rudolf Bühler ist Landwirt. Er gilt als Retter des schwäbisch-hellischen Landschweins, eine Rasse, die Anfang der 1980er Jahre als ausgestorben galt. Doch Rudolf Bühler suchte überall im Land nach Restbeständen und baute die Zucht aus 7 Tieren wieder auf. Begonnen hat alles 1820. Nach einer Hungersnot ordnete König Wilhelm I. von Württemberg den Import chinesischer Schweine an, um die Zucht zu verbessern. Die bestand bis dahin nur aus domestizierten Wildschweinen. Aus der Kreuzung beider Rassen entstand das schwäbisch-hellische Landschwein. Heute sind die schwarz gefleckten Tiere typische Bewohner der Region um Schwäbisch Hall, von der sie ihren Namen haben. Politisch nicht ganz korrekt werden sie auch gerne Mohrenköpfle genannt. Was ist denn das Besondere an diesen Schweinen, auch gerade wenn man sie vergleicht mit den sonstigen Schweinen, die wir hier eigentlich in Deutschland, in Mitteleuropa haben? Es ist also die älteste Schweinerasse, die Hausschweinerasse, die in Deutschland gezüchtet wird. Und die hat eben die besonderen Eigenschaften, dass sie sehr robust sind, sehr vital, dass sie auch Grünfutter gut verwerten, dass sie sich eignen für Weidegang. Und dann ist natürlich das Produkt ein ganz anderes, also der Geschmack. Es hat intramuskuläres Fett, sagen wir. Also und die ja, du bist ja mal einer, gell? Und die Fettadern machen das Fleisch zart. Und so ist es ein Mosaikstein für unsere Projektarbeit im ländlichen Raum, dass die Bauern wieder Zukunft haben. Wir folgen noch einmal ein Stück der historischen Salzstraße. Übrigens, damals wie heute ist Pökelsalz ein wichtiges Konservierungsmittel. Grillmeister Harro Bollinger unterstützt mich beim Richten der Grillkoteletts, denn mir steht der Sinn nach Frischware, natürlich vom schwäbisch-hellischen Schwein. Und jetzt kommt der ganz große Trick. Ich reibe die Schwarte hier mit Salz ein. Und das macht sie geschmeidig und beim Grillen wirft das Ganze dann Bläschen und das gibt eine richtig krosse Kruste. Und wie die schmeckt, das probiere ich gleich mal aus. Schon beim Anblick der Koteletts auf dem Grill läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Das sieht sehr gut aus. Und ich bin gespannt, ob mich wirklich dieser ganz besondere Genuss erwartet, von dem hier alle reden. Wow, fantastisch. Großartig. Nicht nur beim Kochen. Salz war und ist ein unverzichtbares Lebenselixier aus dem Meer. 240 Millionen Jahre alt. Was mal wieder beweist, alles Leben kommt aus dem Meer und was man zum Leben braucht auch. Stimmt, aber dagegen reicht die lebenslange Rente, die das Land den Siederfamilien aus Schwäbisch Hall zahlt, definitiv nicht zum Leben. Eine lebenswerte Gegend ist das hier aber allemal.